Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Donnerstag, dem 14. Januar. Wir dürfen heute einen anderen Spieler fotografieren. Wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr ins Freeroom-Event gehen und dort mit der Wurfwaffe drei Spieler töten. Gewürztes Hammelfleisch dürft ihr kochen. Ratten müssen gesammelt werden, drei Stück. Und für diese zwei Aufgaben habe ich super Fundorte hier im Video mit drin. Trupps dürfen beigetreten werden und wenn ihr in dem Trupp drin seid, könnt ihr gleich mal Wettkampf Kräuter sammeln abschließen. Das startet ihr natürlich über Trupp versus. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir heute Landkarten für Sammlerstücke benutzen. Wer das machen möchte, dem zeige ich natürlich, wo man das bei Madame Nazar kaufen kann. Spenden an Krips dürfen gemacht werden, Lagereintöpfe gegessen, Tierproben an Harriet verkauft. Vogeleier habe ich hier im Video drin. Heute dürfen wir wieder Eier sammeln und wie es der Zufall so will, mein Lager stand heute direkt neben einer Eierfundstelle und da habe ich gleich mal drei Seetauchereier abgefasst und ich zeige euch noch im Video, wo ihr 5 Enteneier auf einmal bekommen könnt. Aber viele von euch werden sich heute fragen, wo bekomme ich denn jetzt Ratten her? Vor allen Dingen die Spieler, die neu im Spiel sind, die werden das noch nicht auf dem Schirm haben. Deswegen jetzt mal hier bei dem Bürgerkriegsschlachtfeld, da könnt ihr durchaus meistens nachts Ratten antreffen und ich habe das Glück gehabt, ich habe heute gleich 3 Stück dort gehabt, aber das ist natürlich kein Grund, die anderen Stellen nicht aufzusuchen, um euch zu zeigen, wo noch 2 andere gute Stellen sind, wo ihr Ratten erwischen könnt. Und das ist jetzt hier südlich von Rots natürlich das Bürgerkriegsschlachtfeld. Dort habe ich heute 3 Ratten erwischt und das Gold war ruckzuck eingesackt. Sollte kein Thema sein heute, wenn man halt weiß, wo die Ratten sich rumtreiben. Und das ist hier Saint-Denis und da hatte ich das Glück, einen Hund vor Ort zu haben. Normal ist hier auf dieser Müllhalde auch ein guter Fundort für Ratten, aber ich denke mal, wenn das ein Terrier war, der hat alle Ratten weggefressen. Aber normal dürften hier in der Nacht auch Ratten anzutreffen sein. Diese Müllhalde bei Saint-Denis, wo das Bahngleis nach draußen führt. Und jetzt begeben wir uns zu der dritten Fundstelle für Ratten, die ich hier im Repertoire habe. Und das ist südlich von Fenhorn. Da, wo heute auch eine Tarotkarte ist und an dieser Stelle normal ein Pelikan sitzen müsste, war heute ein Dreier gewesen, aber egal. Deswegen war trotzdem eine Wanderratte vor Ort. Also Wanderratten und Hausratten dürft ihr heute abschießen und einsammeln. Aber ich sage es gleich dazu, Bisamratten zählen nicht, weil das steht öfters in den Kommentaren, wenn Ratten gefragt sind. Also das ist hier der Fundort südlich von Fenhorn und da ist auch Madame Nazar in der Nähe, da kommen wir aber gleich hin. Aber wie gesagt, Hausratten und Wanderratten sind heute eure Lieblinge sozusagen und nicht hier diese Bisamratte, die bringt nämlich gar nichts. Die ist nämlich was ganz anderes und die ist auch öfters gefragt in den täglichen Herausforderungen. Dann natürlich für Bisamratten sammeln, ist wohl logisch. Und wo Madame Nazar natürlich in der Nähe war, bin ich gleich mal rübergeritten und zeige euch, wo ihr dort Landkarten für Sammlerstücke kaufen könnt. Alteingesessene Spieler machen das natürlich nicht, weil erstmal haben wir genug Gold. Wie ihr seht hier, fast 700 bei mir. Da kaufe ich keine Landkarten, gebe da keine Dollars aus für 0,2 oder 0,1 Gold, sowieso nicht. Aber wer es gerne machen möchte bei Madame Nazar, könnt ihr Landkarten kaufen und dann könnt ihr die jeweils 3 Stellen abreiten und dann die neue Landkarte öffnen. Bitte nicht 2 Landkarten zugleich, weil dann ist die erste futsch. Aber deswegen kriegt ihr doch trotzdem euer Gold. Dann sollte jetzt nicht das Thema sein, aber die Dollars sind halt futsch und die Sammlerstücke müsst ihr euch dann über die Karte von Jean Robke raussuchen. Ich habe hier nur 4 Enteneier bekommen. Das ist aber ganz logisch gewesen, weil ich hatte vergessen, bei Madame Nazar Enteneier zu verkaufen. Ich hatte 6 Stück, also plus 4 ist 10, dann ist voll. Also ich habe nur 4 bekommen, aber wenn ihr
um die 5 oder unter 5 habt, dann bekommt ihr dort 5 Enteneier und habt das auf einmal erledigt. Aber wir brauchen ja heute auch noch knorpeliges Hammelfleisch. Das kriegen wir einmal vom Dickhornwidder natürlich und das könnt ihr auch gleich hier bei Grizzlies East erledigen. Das ist auch eine gute Fundstelle für Dickhornwidder und die ergeben natürlich, wie ihr hier gerade seht, dreimal knorpeliges Hammelfleisch. Das dürfen wir ja heute mit Oregano, Ackerminze und Thymian brutzeln. Aber wer sich einfach machen möchte und das knorpelige Hammelfleisch in der Emerald Ranch abholen möchte, der kann das natürlich auch machen. Hier sind natürlich mindestens eine Ziege oder zwei vertreten, manchmal auch gar keine, aber ich glaube, ihr werdet mindestens eine Ziege vorfinden, genauso wie Ratskeller Fork auch meistens zwei Ziegen. Und wenn ihr es da macht, nehmt bitte die ganzen Sachen fürs Pferd mit, Pferdeerwecker, Pferdestimulanz, Pferdeplätzchen und so weiter und so fort. Das ist alles dort vor Ort, Ratskeller Fork. Und das ist hier gestern gewesen mit PlayStation, war ich unterwegs, auch dort in der Nähe, wo Dickhornwidder sind. Das ist hier auch Grizzlies East mit einem Bärenfell hinten drauf. Und wie ihr seht, das Pferd ist fast in Stein gemeißelt, aber es ist wieder ein kleiner Bug und das ist schon öfters passiert. Und hier das Pferd in Stein, so als Ausklang habe ich heute gedacht, geht das schon mal für dieses Video. Ich sag ciao.